Leute, herzlich willkommen auch nochmal Stando Gaming und heute spielen wir mal Haus Flipper. Ist so wie so ein Haus, also einfach Reinigung irgendwo. Und wir müssen auch direkt am Anfang hier anscheinend irgendwas freiräumen. So, Zeit zum Laptop zu gehen und die Mails zu prüfen. Okay. Machen wir mal die Tür zu. Okay, das fällt erstmal direkt runter. Hier ist ein Level. Okay, okay. Wahrscheinlich ist das hier unser Haus, wo wir die ganzen Aufträge bekommen. Naja, gucken wir erstmal. Also hier, mit dem Laptop kannst du Aufträge annehmen, Häuser verkaufen und Häuser kaufen, zwischen ihnen switchen. Du hast noch nicht genug Geld für ein Haus, aber es schaut so aus, als ob in deinem Postfach der erste Auftrag wartet. Okay. Ja, wir räumen hier erstmal mein Zimmer aus. Ne? Auf, meine ich. Den Wischmopp habe ich anscheinend noch nicht, weil ich kann ihn noch nicht sauber machen. Warum habe ich hier einen Hammer? Egal, wir gehen jetzt rein. So, Mail. Mein Ex kann die Heizung. Was? Hat die Heizung mitgenommen? Guten Tag, ich möchte gerne, dass sie mein Haus wieder in Ordnung bringen. Bei Facebam sah ich, dass meine Ex Wohnung eingerungen ist und diese aus Rache verwüstet hat. Der hat sogar meinen Heizkörper mitgenommen. Kann sein, dass noch etwas fehlt. Bringen Sie bitte meine Wohnung wieder in Schuss und installieren Sie die Heizung, sowie alles andere. Informieren Sie bitte nicht die Polizei, ich werde selber nach meiner Dienstreise mit meinem Ex-Mann abrechnen. Beste Grüße, Sandra. Okay, akzeptieren wir das doch mal. Du kannst das Büro in einem anderen Haus verlegen, das du kaufst. Wenn ich ein Haus kaufe, kann ich praktisch das als Büro machen. Oder ich verkaufe es halt, ne? Glückwunsch, du hast ein neues Werkzeug freigeschaltet. Nun kannst du Dreck mit deinem Mob reinigen. Hey. Mein erstes Werkzeug. Hier ist es doch schon. Oh mein Gott. Tür? Lass mich rein. Ich sehe schon. Ich sehe schon das Chaos. Ich sehe schon ganz viel Chaos. Vielleicht wundern sich jetzt viele, warum kommt denn jetzt auf einmal ein Hausflipper-Video? Liegt daran, dass ich ja jetzt 16:9 Videos machen kann. Dementsprechend auch keine Roblox-Videos mehr so oft kommen. Also ich werde natürlich Roblox-Videos machen. Vielleicht 1-2 in der Woche. Weil ich werde jetzt auch täglich Videos machen und nicht mehr nur in Sachen Mittwoch und Donnerstag und Freitag, sondern täglich halt, ne? Aber mal gucken. Auf jeden Fall will ich das auch natürlich noch Roblox-Videos drehen. Nimm dein Tablet und bestimmte. Nimm dein Tablet und bestimme, wofür du die erworbenen Fähigkeitspunkte verwenden möchtest. Okay. Verbesserungen? Hier. Bessere Reichweite? Ja, die Mob, ne? Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall ist Roblox nicht weg. Aber es kommt nicht mehr so oft jetzt Roblox, weil ich auch mal so alle Spiele spielen will. Nicht nur Roblox-Content. Ich habe Roblox-Content halt nur die ganze Zeit gemacht, weil ich eben noch nicht die Video 16:9 machen konnte. Jetzt kann ich es, ne? Wie man hier sehen kann. Von daher mache ich das natürlich auch. Ab sofort steht hier ein Tablet zur Verfügung, um es herauszunehmen oder einzustecken. Es ist möglich, die Dinge zu kaufen. Es wird in dem Job nützlich sein. Hey. Aufgaben montiere eine. Ja, das mache ich doch gerne. So.
ihren Wohnzimmer habe ich jetzt fertig gemacht. Das ist das Badezimmer und dann geht's nach draußen. Ich mache erstmal das hier sauber. Ey, wie viele Kartons und was hat der Ex-Mann gemacht, ey? Der hat ja alles verwüstet. Schlafzimmer ist auch fertig. Der hat echt alles verwüstet. Auch fertig. Alles fertig. Ach so. 100% des Auftrags erledigt. Du kannst den Auftrag jetzt für 655 Euro abschließen. Ich musste mal kurz weg. Jetzt bin ich aber wieder da. Mein Encoder ist gerade überlastet irgendwie. Ah ja. Ah, stimmt, jetzt kann ich hier erstmal schön sauber machen bei mir. Ist aber auch dreckig hier, ey, wo wohne ich? Das ist ja nicht mal ein richtiges Haus, das ist, irgendwas anderes. Putzaktion in der Garage. Kurz gesagt, hallo. Kurz gesagt, die Garage muss entrümpelt werden. Bitte werfen Sie alle Kartons und den ganzen Müll sowie die alten Reifen weg. Vergessen Sie auch nicht, die Fenster zu putzen. Die Werkzeuge sollen so bleiben, wie sie sind. Ein Mann mag es nicht, wenn man sie umstellt. Dann kann er sich nicht, dann kann er sie nicht finden und ist unzufrieden. Viele Grüße, Caroline Schmitz. Also die Caroline Bonn will, dass wir die Garage sauber machen. Hier sehen wir die Garage gerade. Du kannst einen Auftrag beenden, indem du Enter drückst oder Spielmenü verwendest. Okay. Aber warum will ich einen Auftrag beenden, wenn ich den anderen habe? Nicht viel Sinn. Ist aber auch egal. Hier ist die Garage. Also das Werkzeug soll alles verbleiben, wie es hier ist. Wird sich nichts daran ändern. So, ganzen Kartons. Ey, wie viele Kartons gibt es hier in diesem Spiel? Ey. Also Reifen auch. Karton. Nicht, die Reifen dürfen wir ja wegstellen, ne? Da hat er ja nichts gesucht. Mindestens die Frau nicht. Zack. Die ganzen Reifenspuren. Ja, die ganzen Reifenspuren. Jetzt glaube ich einer zu viel die Reifen. Neue Fähigkeitspunkt. Der mache ich gleich. Wobei mache ich jetzt. Verbesserungen. Ultra Hyper Mob 2018. Okay, den nehme ich. Oh, yo. Yo, kann der schnell sauber machen. 90%. Ah, hier war noch schmutzig. Jetzt sind Kartonsterne weg. Ja, ich stelle euch auch noch hin. Weil ich nett bin. So. Hier sind noch Kartons. Die ganzen Kartons müssen weg. So. Hallo. Komm jetzt. Jetzt geh. Weg. Boah. Fenster reinigen. Stimmt. Das hätte ich fast vergessen. Ich dachte, man hat so noch ein Werkzeug im Inventar hier. Also, nicht hier. Sondern hier. Aber irgendwie kommt das einfach. Es kommt aus dem Nix. Ist ja auch egal. So, 100% des Auftrags erledigt. Ja. Du hast 400 Euro abkommen. Ist das viel? Für eine Garage sauber zu machen und Fenster zu putzen? 400 Euro plus? Ja, doch, ist schon viel, glaube ich, ne? Könnte man auf jeden Fall nehmen. So ist es nicht.
Hast du bemerkt, dass du unter Galerie auf dem Tablet ein beliebiges Foto von der Festplatte laden und es als Plakat oder Bild an der Wand aufhängen kannst? Du kannst auch die Kamera benutzen, um Fotos im Spiel zu machen und sie auf seiner Festplatte zu verewigen. Okay, könnte ich mal machen. Hey. Könnte ich mal machen. Aber wir wollen erstmal ein bisschen Geld verdienen. Nee, ich will nichts. Mach erstmal das hier. Heizkörper. Wenn ich für etwas zahlen soll, dann muss ich wohl zufrieden sein. Oder ich zahle einfach nicht. Die Wähler sind hart und in meinem Haus gibt es keine Heizkörper. Montiere sie. Sie. Montieren sie sie. Also montiere. Heizungen. Klingt auf jeden Fall ein bisschen besser als sie hinzuschreiben. Also auf der Karte sehen wir das da oben hier rot. Okay. Ich find's cool, dass die Sachen alle schon angezeigt werden. Wieder einen neuen Fähigkeitspunkt. Oh, sogar zwei. Goldenes Händchen. Schnellere Montage und zwei verkaufte Häuser oder beendete Aufträge. Eisfahren. So. Okay. Ah, hier. Tiere eine Heizung. Ich frag mich, wie zur Hölle können die keine Heizung haben? Es ist doch dumm. Jeder Mensch hat eine Heizung in seinem Zimmer. In seinem Haus. Ne, hier ist eine Heizung. Hier nicht. Mann, Tür. Ein Waschbecken. Wäre doch den hier, ne? So, zack. Rein da. So. Die ganze Zeit wird bei mir hier angezeigt, dass irgendwas mit meinem Encoder ist. Überlastet irgendwas. Ja, wegen dem Spiel. Ja, nur wegen dem Spiel. Oder das Spiel hat gar nichts. Also die Badezimmerheizung fehlt natürlich noch. Pack einmal rein da. Da hat gerade mein Handy geklingelt. Dort war mein Handy. Ich frage mich gerade, ob man es im Video gehört hat. Und wieder einen neuen Fähigkeitspunkt. Schnellere Montage natürlich. So. Achso, alles fertig. Ah, 700 Euro fast verdient. Schmeckt. Ich habe jetzt schon fast an einem Tag. Wie viel habe ich jetzt schon fast an einem Tag verdient? Über 2.000 oder so was? Frag mich, wie viel Geld ich habe. Das ist auch so die Frage. Ah, 26.000. Hat nicht jeder auf seinem Konto, ne? Leute, ich würde sagen, das war es erstmal mit der ersten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar da. Schaut auch gerne bei meinem Discord vorbei. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Haut rein, Leute. Euer Stando. Ciao, ciao.